Das. Hallo und herzlich willkommen, weitere Folge LS 19 mit Maurice und Timo. Hallo. Moin. Moin. Jetzt geht's ab zu dritt hier. Party hart. Richtig. Mit geerntet, was das Zeug hält. Der Timo schon wieder fleißig. Oh, warte. Ja, kann ja Fahrt doch mit. hier. Die Lenkung ist ja wieder hier on fire. Ja, das ist ja wieder LS. Die ist on fleek, nicht on Die fire. ist on fleek, genau. So heißt es, also voll deutsch. Man kämpft schon ordentlich hier, du. Sicher. Das kämpft allgemein auf unserem Server, weil wir einen Mod drin haben, der die Gewichtszahlen etwas mehr dem Realismus anpasst. Das heißt, die schleppen auch mal richtig. Achso. Haben wir da rechts? Da war ja was, jo. Und alles klar soweit? Ach ja. Ach ja. Kann mich nicht beklagen, ne? Ja, das sowieso nicht. Also, Hallo vorher. ja. Die Choreografie auf dem Acker. Sicher. Muss ein Stück zurück. Ja. Das könntest du alles reinkriegen. So. Perfekt. Mach ich das. Läuft doch hier geschmeidig. Ja, sieht echt gut aus, was ihr da macht. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Maurice. Ja, ist doch gut. Bin immer so hysterisch Ach, dabei. schon weg, schon weg. Ah, ja. Okay. Ja, Maurice ist voll. Bleib mal so stellen. Ah, doch, der ist voll. Ah, gut, das bisschen, Ja, fahr mal drüber, für dich aus Ende weg ist es. Ja, du musst ja noch den Haufen aus dem kleinen Agolan ja eben noch bei dir in meinem Markt reinkippen. Wo ist das? Ja, ich Ja. komme mal mit. Genau, Maurice fährt vor, zeigt uns das und dann. Jetzt raus rechts und dann siehst du gleich auf dem Feld. Fahren wir einmal drüber, packen das bei Ja, mir hier rein. müssen wir natürlich noch die Öffnung dabei treffen, ne? Einlochen kann die Oder? immer nicht gut, wissen wir Ja, das haben wir schon ja. gehört. Von hier. Nee. Wie der fährt, du, ne? So, jetzt links, Timo. Im Haufen da. Und dann fähre ich nämlich schon mal zu BGA jetzt. Kann ich da so drüber, Marc? Nee. Ja, einfach geben. Man mag ein bisschen viel Schwung, ne? Ja, das muss. Wir machen es mal Muss, da langsam. muss, ne? Ja, läuft. Ui, das war knapp. Oh Mann, ich fällt von diesem Umzug, ey, boah.
Timo, du kannst das Teil irgendwo am Hof abstellen. Und auf dem Acker liegt noch das Maisgebiss, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ja, dann kannst du direkt ran und dann kippen wir, fahren wir weiter ab bei dir. Ich fahre schon mal in Richtung Feld. So. Na, ja, festgefahren. Ah, warten wir ganz kurz auf Timo. Wo war denn das Feld nochmal? Feld 1. Da wo ich stehe. Da wo es blitzt und blinkt. Ja, genau. Sorry. Timo, hast du dich verfahren? Bin andersrum gefahren. Dein Umweg ist er gefahren. Ja, gar kein Problem. Ach so, da unten kommt er. Also. So, Abfahrt. Auf geht's in Mais. Ja, was machst du mit Gras da? Ja, kann er doch reinschmeißen, noch gleich Scheiß. Aber stimmt, wir kommen gleich raus. Von daher brauche ich nicht leer machen fahren. Aber das stimmt. Da hast du recht, ne? Sicher habe ich recht. Was für eine dämliche Frage wieder. Naja. Warte mal. Klappt aber nicht. Gut, mag er nicht. Hallo LS19, herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann, so viel Realismus ist dann doch nicht in diesem. Das war im 17er gar kein Problem. Ja, ich dachte, komm, wiegst drauf, geht das. Im 19er läuft gar nichts, das weißt du doch. Ja, eigentlich hätte ich es mir denken können. Egal, fahr ich zum The BGA. Ah, du, schade, weil bis ich voll bin, dauert es eh. Also. Das dauert eh. Ja, wir haben viel zu einfach gewesen. Maurice, wie kommt ihr jetzt eigentlich darauf, dass ihr FIFA 17 zocken wollt? Ja, hallo, Timo hatte mir erzählt, dass er FIFA 17 hätte für PC. Und er dachte, ich hätte mir noch die zwei Paysafe-Karten bei mir hier liegen, aber 15 und 20 Euro. Und ja, habe ich mir gedacht, guck mal, was kostet es bei Instant Gaming? 6,66 Euro. Ja, komm, gönnst du dir mal und ja. Wir haben Download gehabt letzte Woche, hab das Fake installiert und ja. Maurice, eigentlich müssten wir mal FIFA zusammen zocken. Ja, mal sehen. Das wäre garantiert ganz lustig, so zwei Vollnoobs. Ja. Vor allem ich so als Fußballprofi. Ja. Du müsstest das, wäre ganz lustig, wir müssten das aufnehmen, ohne unsere Stimme. Beides. Und also nachkommentieren. Und du kommentierst das. Das wäre auch was. Könnt ihr machen. Schickst du mir das, dann mach ich das, gar kein Problem. Oder wir. Du kannst ja mit Stimme aufnehmen, wenn ich halt nachher den Sound drunter wegschneide, weil ich meinen Sound drüber schneiden muss. Muss ich eh schneiden. Ich hoffe, das leckt gleich nicht. Ich probiere das gleich mal aus. Wenn es klappt, wäre cool. Ansonsten zermalen wir es so ohne aufnehmen, ne, Timo? Ich würde es dann über nie wieder. Zeig dir mal, was der HSV ist. Ach du Scheiße. Und gut. Ja, hab ich auch gesagt. Freu mich schon. Nee, wen habe ich gespielt? Keine Ahnung, weiß ich schon nicht mehr. Ich hoffe, du hast Fußball gespielt.
Ja. Naja. Na, Marc, wo bleibst du denn? Ja, das wird nichts. Kann ich nicht. Eigentlich brauchst du 4 bis 5 Fahrzeuge für die Strecke und der Masse, die da runterkommt. Ja. Wack. Ui. Eng, fast die Silowand mitgenommen. Ja, bei mir wackt das gerade. Weil? Weil der Anhänger nicht ganz voll ist, über 100% da stehen, oder wie? Ja. Ja, das ist normal. Das ist normal. Eigentlich fehlt es noch ein dritter Abfahrer. Ein dritter auf jeden Fall, ein vierter wäre etwas entspannter für die Abfahrer dann. Weil Timo, weißt du schon, wo Steve sich die nächsten 6 Monate hin verschlägt? Nächsten 3 Monate? 6,5 Monate. Er macht eine Lokführerausbildung. Nein, er fährt SCV Bielefeld. 6,5 Monate, geil, ne? Von Montags bis Freitags und muss Samstags noch einen Dienst fahren oder Sonntags. Geil, ne? Das sollte Frank eigentlich erst fahren, aber er hat doch keinen Bock. Verstehe ich auch. Der zieht um und ist dann 6,5 Monate nicht zu Hause. Ja. Hätte sich dort umziehen noch schenken können. Ja. Da umgezogen? Ja, der ist jetzt, deswegen war ich ja von Sonntag bis heute Mittag ja nicht hier zu Hause. Auf geht's. Ja, ja, der ist von Hamm nach Haltern gezogen. Ja, von wem reden wir jetzt? Von Philipp Harig. Ja, du hast gerade Steve gesagt. Ja, Steve fährt den jetzt. Und Philipp ist umgezogen. Philipp sollte ihn fahren, jetzt fährt Steve den. Ja, und Philipp sollte dann jetzt dementsprechend jetzt zweiter Ersatzmann sein, Reserve. Ist aber auch beschissen, weil alles beschissen ist. Ich will gar nicht wissen, mit welchen Fahrzeugen die da fahren müssen. Waren die nicht mit den eigenen? Doch, aber mit welchem Ranz da, meine ich. 849 wäre cool, der ist aber abgemeldet. Marc, lass mal einmal hier entlang fahren an der Linie. Die 25 sind auch alle abgemeldet. Kriegst du eben wieder angemeldet? Ja, aber trotzdem. Wenn die haben die bei der Wuppertaler Stadtwerke haben die erst gemacht, weil die Schwebebahn fährt ja im Moment nicht. Ja, ich weiß. Die haben die ganz alten Busse wieder rausgeholt. Ja, das geht ja eigentlich sogar relativ gut, wenn du die gerade abgemeldet hast, kriegst du ja ohne Probleme wieder angemeldet. Sind die aber über so ein paar Monate. Die waren schon verkauft, Digga, die haben die schon wieder zurückgeholt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, WSW, ne? Also die waren schon verkauft, stand aber noch im Betrieb, so was, glaube ich. Ja, warum nicht? Ne? Komm zur Mama. Überleg mal, der Schienenersatzverkehr der Schwebebahn fährt im paar Minutentakt? Ja. 5-Minuten-Takt oder was haben die? Ja, ich glaube schon. Ja, 5-Minuten-Takt bei einer Strecke von einer Stunde hin und eine Stunde wieder zurück. Dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Busse du dafür brauchst. Ja, 20, und Fahrer. Nee, mal. Also jetzt habe ich den für Mist gerechnet jetzt. Lass ja nochmal die Linie. 12. 12, ja, 12 pro Stunde, das heißt, du brauchst ja 24 Busse. Ja, am besten sogar 5, machen, am besten sogar 5, am besten sogar 25 plus noch, also plus das Anzahl, plus das Doppelte bzw. das Dreifache an Fahrer. Herzlichen Glückwunsch. Nee, zumal, was lustig ist, schöne Euro 2er Karren. Richtig geil. Fahren da. Mhm. Das wusste ich jetzt nicht, aber das ist doch hirnrissig. Das ist doch hirnrissig. Ich finde es nicht schlecht, schöne Euro 2 Karren. Ja, Busse gar aber 24 Busse, treib mal 24 Busse von und jetzt auf gleich. Zusätzlich zu dem, und das ja zusätzlich zu dem normalen Stadtbusverkehr, weißt du, wie voll er deine ja ist. Lustig, ne? Dann wundert es mich auch nicht, wenn die Verspätung drauf haben oder wenn ein Kollege sagt, ja, geht mir doch alle auf den Sack, ich fahr's einfach dran vorbei, scheiß auf den Kollegen vor mir, so in etwa. Boah, Maurice, das passt ja wie Arsch auf Eimer hier. Ja, sag's. Kannst du mal eine Scheibe von abschneiden, Marc. Witzig. Aber Maurice hat weniger Volumen, deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Na gut, ich hab 45 nur. Gas! Stopp! Timo. Und er kommt nicht aus der Puschen, das ist auch ganz gut. Ja, meine auch nicht. Aber bei so viel Gewicht da hinten drin ist das auch normal. Nicht normal, ne? Dann wird das Getriebe sofort zerlegen. Oh, morgen den Pool nach Haltern bringen, aufbauen, streichen, wieder zurück. Ja. Yeah.
Auf Streichen hätte ich noch nie Bock gehabt. Oder Samstag, ich noch nie. Samstag grillen mit Sarah, werden wir eingeladen. Das ist stabil. Ich bin Samstag in Köln. Ja? Ich muss Samstag arbeiten, jetzt stellt euch mal nicht alles Kollegen. An. Achso, ja, schön. Aber war cool in Köln, ey, Wetter war echt geil, wo wir da waren. Ja. Das Einzige, was ich abgefuckt hat, dass der RE7 so was scheiße voll war. Ey, und wir standen sogar an dem Ding, wo unser Schloss war, aber wir haben es nicht gefunden. Schloss? Ja. Ja. Gut, was für ein Schloss frage ich nächste Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.